Ja, moin zusammen. Also wie man da sieht, könnte es eventuell gleich ein bisschen feucht werden. Ich werde mal den Wagen vorbereiten, dass wir den gleich zum TÜV bringen. Ja. Gleich mal einmal kurz die komplette Beleuchtung überprüfen. Dann, ja, dicht ist das Ding. Fahren tut er auch, bremsen tut er auch. Ja, Scheinwerfer, den Heckwischer habe ich gerade ausgetauscht. Das ist ja so ein Auto, was ein bisschen zur Verzweiflung bringt. Nicht, dass ich unglaublich gerne sehr viel arbeite an so einem Auto, aber ich verstehe es manchmal nicht, warum solche Autos einfach im Nirvana landen. Ich werde jetzt die Scheinwerfer fertig machen. Bevor wir zum TÜV fahren, geht er noch einmal durch die Waschanlage. Sauberes Auto macht immer ein bisschen mehr Eindruck. Hinterher kann ich ja immer noch mit dem Lackstift arbeiten. Ja. Einige waren in den Kommentaren zum letzten Video gespannt, wie die Mängelliste aussieht. Ich auch. Ich werde den jetzt einfach. Ich werde das machen, was mir jetzt auffällt, und werde sonst nichts machen. Ich habe keine Bremsen ausgetauscht, nichts. Der Wagen geht einfach so, wie er ist. Zur allseits bekannten Hauptuntersuchung. Scheinwerfer als erstes. Naja, als zweites. Den Wegwischer habe ich ja schon gemacht. Ja, sieht schon ein Stückchen besser aus. Aber ich komme nicht weiter, weil, wie man hier sieht, es regnet. Pünktlich zum elektrischen Gerät, was ich jetzt benutzen wollte, kommt Regen. Na super. Naja, vielleicht ignoriere ich das einfach und mache es trotzdem. Naja. Wir haben jetzt irgendwas mit 15 Uhr noch was. Da müssen wir langsam Gas geben. Ja, bin auch gespannt wie ein Flitzebogen, was dabei rauskommt. Ich habe sonst alles durchgeguckt eigenermaßen. Ich finde nichts. Na, okay. Heißt nichts. Aber ne, jetzt beim Regen werde ich mich nicht drunter legen. Jo. Gleich mal eben die Dame des Hauses auf den Fahrersitz bitten und mal eben die Beleuchtung durchkontrollieren. Und dann sollte es das gewesen sein. Das Wichtigste kann ich ja mal eben selbst machen. Ja, bis jetzt geht alles. Rückwärtsgang noch einlegen. Aua. Ja, geht auch. Geht in die Beschlussleuchte, nur wenn der Motor läuft. Ja, mal gucken. Kupplung. Rückwärtsgang wissen wir jetzt. Scheibenwischer, Gate, Scheibenwaschanlage, der Wasserfall, Wischer ist schön neu. Hier auch wichtig, Wischer sind gut. Schöne Sache. Einmalanforderung auch gut. So, Nebel Schlussleuchte. Schauen wir mal. Nein, keine Schnebelnussleuchte. Genau, eine Schnebelnussleuchte. Nebelschlussleuchte. Das ist die da unten. Da ist der Rückfahrscheinwerfer, da ist die Nebelschlussleuchte für Europa. Es hat ja wieder einen spaßigen Tag gegeben. Na, schauen wir mal. Das kriegen wir hin. Vorne. Geht. Geht nicht. Geht. Geht nicht. Standlicht. Auch immer eine Sache, die man gerne vergisst. Ein Standlicht geht nicht.
Gut, das kriegen wir dann auch noch hin. Gut, Nebelschlussleuchte, ein Standlicht. Fernlicht. Wie geht denn das? Ah, jetzt ist Fernlicht an. Ja, Fernlicht geht auch. Okay, ein Standlicht, Nebelschlussleuchte. Dabei bleibt's. Nein, bleibt nicht. Der hat Nebelscheinwerfer. Das sind auch immer so Sachen, die ich ständig vergesse. So, wo ist der Schalter für den Nebelscheinwerfer? Ah, Gott. So. Das erklärt mir jetzt mal einer, wo ist der Schalter? Blinker gehen. Den können wir ausmachen. Nebelscheinwerfer. So, was haben wir hier? Das ist die Nebelschlussleuchte. Nein, das sind die Nebelscheinwerfer. Muss ich jetzt echt die Bedienungsanleitung benutzen? Unglaublich. Das Relais zieht auf jeden Fall von den Nebelscheinwerfern. Das ist schon mal gut. Ja. Wo ist die Nebelschlussleuchte? Verdammt. Blinker, Blinker. Nach vorne geht nicht. Da ist das Fernlicht, das geht. Der muss schon eine Nebelschlussleuchte haben. Wir sind in Europa. In den USA braucht er keine. Das weiß ich. Tja. Gute Frage. Das hier ist die Tachobeleuchtung. Das sieht man hier auch. Ja. Ja, da wollen wir mal schauen. Auf dem Weg zum TÜV. Fähre. Ja. Da ist er. Ja. Bin schon mehr als gespannt. Da geht er dahin. Mal gucken, was die Bremsen noch sagen nach der ganzen Zeit. So, neue Runde. Mal gucken, ob die Lambda-Sonde regelt. Ah, wach geworden. Der steht seit 2016, deswegen ist das jetzt nicht selbstverständlich. Also damit hätte ich gerechnet, dass der rumspinnt. Sagenhaft. Irgendwas stimmt mit der Drehzahl noch nicht so richtig. Aber eigentlich sollte die so passen. Sehr eigenartig. Also die Abgaswerte sind toll. Aber irgendwas stimmt mit der Drehzahl nicht. Irgendwas stimmt mit der Drehzahl. Einmal zwischendurch hat er ihn auch einmal ausgemacht. Ja. Und ist weggefallen. Und dann hat er ihn, ist er aus dem Tritt gekommen. Ja. Ich schiebe das jetzt mal auf die Standzeit. Ja, wer weiß, wenn er ein bisschen mehr die Sporen gekriegt hätte schon, aber du kannst ihn natürlich auch nicht fahren, wenn er... Nee, jetzt nicht. Wenn ich denn jetzt... Funktioniert nicht, ne?
da jetzt Vollgas durch die Gegend fahre, kann ich den wegschmeißen, glaube ich. Tja. Na ja gut, Abgasuntersuchung ist nicht bestanden wegen dieser Geschichte. Wollen wir mal gucken. Aber wie gesagt, die Abgaswerte selber sind in Ordnung, aber irgendwas stimmt mit der Leerlaufregelung nicht oder mit der Drehzahlregelung. Ist da kurz ausgestiegen. Die Abgaswerte selber sind in Ordnung. Mhm, die sind in Ordnung. Tja. Wie gesagt, der muss mal gefahren werden. Seit 2016. 2016 ist er abgemeldet worden. Das sind auch 5 Jahre. Nur in der Garage gestanden. Eine andere Geschichte, ja. Mal sehen. So, jetzt kommt das nächste Spannende in Bezug auf Standzeiten. Die Bremse. Ja. Das sieht zwar lustig aus, aber da oben ist es interessanter. Perfekt sieht das aus. Sowas von schön. Bremsen vorne, perfekt. Wir erinnern uns, die sind kaputt, ne? Ja. So, jetzt kommt hinten meine Lieblingsbremse. Schauen wir mal. Betriebsbremse. Schick. Sowas von gleichmäßig. Ich könnte weinen vor Glück. Handbremse. Kam ein bisschen früh jetzt, ne? Ja, machen wir nochmal. Die zieht ja sofort. Ja. Machen, dann bremse ich die noch ein bisschen ein. Ja, ich glaube. 415, da kriegen wir noch einen besseren Wert. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt während der Standzeit ein bisschen schwierig. Also nach der ganzen Standzeit. Da was Gleichmäßiges hinzukriegen. Ein bisschen besser geworden, ne? Wird halt nicht benutzt, das Ding. Ja. Ja, ich denke mal, so ein paar Wochen benutzen das Fahrzeug, dann sollte das wieder funktionieren. So, jetzt stehen wir wieder vom Trailer. Wir sind fertig. So, was haben wir? Was haben wir? Schauen wir mal. Wir haben Radbremse, schwergängig, ne? War klar. Durch die lange Standzeit, wie gesagt, der hat Rost gefressen. Nebelscheinwerfer sind im Moment noch ohne Funktion, ja. Motormanagement, ja. Nachweis des Abgasverhaltens. Der muss einfach mal laufen. Durch die lange Standzeit eiert die Drehzahl noch so ein bisschen rum. Ja, Warndreieck fehlt. Habe ich vergessen, verdammt. Ja, das ist, also hat die Werkstatt dummes Zeug erzählt. Das ist dummes Zeug. Ne? Warndreieck, dass der Motor ein bisschen schwitzt, ist ein Hinweis. Ne? Das hier mit dem mit der Korrosion auch HW, Hinweis, Hinweis und Hinweis. Die Mängel sind, wie gesagt, der kriegt neue Bremsbeläge, neue Bremsflüssigkeit. Flüssigkeit, jetzt habe ich das falsch betont, verdammt. Ja, und der muss wirklich mal gefahren werden. Dann passt das auch. Ne? Alles ist bestanden worden bei der Abgasuntersuchung. So, und hier haben wir die Leerlaufdrehzahl. Ja. Keine abgasrelevanten Fehler. Alles in Ordnung. Nur halt, ja. Die Leerlaufdrehzahl hält halt nicht so hundertprozentig. Ich denke mal, da kommt
Reiniger für Autokraftstoff rein, frisches Benzin und dann sollte es funktionieren. Ja, Fazit zum Auto. Wir sind wieder zu Hause, wie man sieht. Fazit zum Auto. Bremsen funktionieren hervorragend. Zu den Scheiben haben sie auch gesagt, brauchst du die Wechsel. Warum? Die sind top. Ja, ja, die Freigängigkeit, klar. Der frisst jedes Mal, wenn man jetzt mit den mit dem Rost auf den Scheiben, wenn man jetzt bremst, fressen die Bremsbeläge jedes Mal Rost. Ja. Ja, das ist blöd. Aber kein Beinbruch. Die Bremsbeläge waren eh, also die habe ich schon auf dem Zettel gehabt zum Austauschen, weil so viel Belag ist nicht mehr. Hatte ich, glaube ich, auch im Video erwähnt. Ja. Ja. Und nochmal, ne? Man sieht so deutlich, ich werde auch weggejagt, wenn die Autos Mängel haben. Ein Gefälligkeits-TÜV gibt es bei mir nicht. Bestehe ich auch bitte drauf. Ne? Das ist eine Sicherheitsüberprüfung. Also bitte. Ne? Ich möchte nicht, wenn ich so ein Auto abgebe, übermorgen einen Anruf kriegen, ihr Käufer ist tot. Da habe ich keinen Bock drauf. Macht sich schlecht fürs Karma. Naja, man sieht es auch, dass die richtig gefressen haben. Rost und so weiter. Ja, einmal alles auseinandernehmen, gangbar machen, neue Bremsbeläge rein. Ne? Bremssättel habe ich euch ja schon gezeigt, wie ich das mache. Und dann sollte das alles wieder laufen. Ich werde ein Additiv für Benziner besorgen, damit das mit dem Leerlauf sich erledigt. Ja, ich denke, der hat, der wird noch alten Sprit im Tank haben. Man weiß ja nicht, wie der in Gütersloh losgefahren ist, ob die noch getankt haben oder so. Auf jeden Fall muss er, man merkt es an der Drehzahl, dass sie wirklich schwankt. Und das kenne ich, wir hatten mal einen Scorpio, der hat, der lief wie ein Sack Nüsse, den konnte man kaum fahren, trotz Automatik. Kam der kaum von der Stelle, lief manchmal auf drei Zylindern, auch mal zwei Zylindern, es waren sechs Zylinder. Dann kamen wieder fünf und weiß der Teufel. Und kein Scherz, wir haben es gerade so eben zur Tankstelle geschafft mit diesem beschissen laufenden Motor und haben den 20 Liter Super reingekippt. So 50 Meter wie ausgewechselt, seidenweich. 9 Monate hält Sprit. Ne? Nicht vergessen, durch den Bioanteil. Wenn ihr so ein Auto wegstellt, ein Benziner, normalerweise nenne ich das wirklich Alpha-Kevin-Sprit, weil 102 Oktan braucht kein Mensch, das kann der Motor überhaupt nicht verkraften. Aber es hat keinen Bioanteil. Ne? Dieses Ultimate, oder wie das heißt, 102 Oktan, kein Bioanteil. Das ist das Gute, wenn ihr so ein Auto wegstellen wollt, tankt das bitte. Das ist besser. 9 Monate Haltbarkeit bei normalem Sprit. Und weil der 2016 weggestellt wurde, gehe ich mal davon aus, dass der noch alte Suppe drin hatte. Deswegen kommt da jetzt ein Additiv rein. Das reinigt die Einspritzdüsen und so weiter und so weiter und so weiter. Das tut ihm gut. Ja. Dann sollte er wieder vernünftig laufen. Das war wirklich, ich habe euch das gerade gezeigt auf dem Ausdruck. Nur die Leerlaufdrehzahl schwankt zu stark. So, und das ist meiner Meinung nach der Sprit. Beziehungsweise wahrscheinlich noch irgendwas verharzt in den Einspritzdüsen und so weiter und so weiter. So läuft der Saar nicht. Springt sofort an. Das ist gut. Jetzt wird er nicht anspringen, weil ich die Kupplung nicht treten kann. Oder? Warte mal, mal sportlich werden. Haha. Oh. Die Abgaswerte sind top. Aber wie gesagt, das mit der Leerlaufdrehzahl ist halt bei Euro 4 so, mein Gott. Ne? Ansonsten läuft der seitenweich. Nur man merkt, dass er dieses Ruckeln hat. Ich weiß nicht, ob man es über die Kamera hört. Na, es ist so gelegentlich
wie soll ich es ausdrücken, als ob er irgendwie so ein bisschen den Sprit wegzieht, ne? So. Und das kriegen wir hin. Mit einem Additiv. So, und zu besagter Werkstatt riesigen Schwachsinn erzählt. Wenn ich als Kunde zu einer Werkstatt gehe, dann möchte ich bitte vernünftig beraten werden, auch wenn ich mit so einem Exoten komme. Exot, ja, haben wir gemerkt bei der Abgasuntersuchung, das Ding war im Computer kaum zu finden. Gerade als 2,4er, 1,6er, 2 Liter, alles zu finden, Diesel, alles zu finden, aber der 2,4er ist ein seltener Motor oder seltener. Ist, glaube ich, in Deutschland auch keiner im Moment auf dem Markt. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen geguckt, um die Preise so ein bisschen zu vergleichen für dieses Ding. Das ist der Grundmotor auch für den Turbo. Den gibt es bis 225 PS, diesen Wagen. Den hätte ich gerne. Das ist natürlich ein Sleeper. Das traut ihm keiner zu. Oder ich blase einfach diesen CDI hier auf, bis es geht nicht mehr. 180 PS kriegt man da raus. Ganz bequem. Ja. Da habe ich heute auch mal wieder ein bisschen laufen lassen. Ne? Nicht, dass auch noch schlecht wird. Ja, das ist mein Fazit. Ich bestelle jetzt die Bremsbeläge. Aber das wird ein neues Video. Wie gesagt, Gruß geht raus an diese schwachsinnige Werkstatt. Das ist dämlich, ne? Alte Kunden so zu verarschen. Ja. Keine Sorgfalt bei der Bewertung des Fahrzeugs. Und dann noch dummes Zeug erzählen, dass man keine Teile für das Ding kriegt. Das Ding ist von der Daimler Chrysler Corporation. Ja? Wenn ich für Mercedes Ersatzteile kriege, kriege ich für den auch Ersatzteile. Das ist einfach so. So, und ich habe bei meinem Zulieferer geguckt, alles auf grün. Alles lieferbar. Bremsen, Bremsscheiben, also Bremsbeläge, vorne, hinten, oben, unten, Federn. Ich kriege alles. Und die Scheinwerfer haben sie übrigens nicht bemängelt. Die waren in Ordnung. Ne? Einmal kurz sauber gemacht. Das hat gereicht. Hell-Dunkel-Grenze perfekt. Der rechte, den muss ich zwei Zentimeter auf einen Meter hochstellen. Hat er mir noch gesagt, aber ne? Runter ist nicht so schlimm wie rauf. Er blendet halt nicht. Aber für optimales Licht sagt er mir auf einen Meter, zwei Zentimeter hoch. Ne? Mache ich. Kein Ding. Konnte man vor Ort nicht machen, weil das irgendwo unten im Kotflügel versteckt ist. Das Verstellding, glaube ich. Keine Ahnung, noch nie gemacht. Ja. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bleibt von Werkstätten fern, die dummes Zeug erzählen. Kriegt man ganz schnell raus. Ne? Nicht in eine Werkstatt gehen, wenn man zum TÜV muss. Ganz einfach. Nicht der Werkstatt sagen, machen Sie mal alles für den TÜV. Fahrt zum TÜV, da bekommt ihr eine Mängelliste. So, und mit dieser Mängelliste kann man Preise vergleichen. Dann geht man zu verschiedenen Werkstätten, pass mal auf, hier ist die Mängelliste, was kostet das? Und dann nimmt man sich die sympathischste und günstigste. Günstig in dem Fall ist auch immer sehr sympathisch. Ja. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Video. Ciao.